heute sind wir hier wieder bei El Motorista in Malaga. Erstmal herzlichen Dank an El Motorista in Malaga für diese Probefahrt. Ein Multimarkenhändler hier in Malaga für besonders für Kymco und andere Marken, auch hier besonders auch Zubehör haben sie sehr viel und sehr zu empfehlen, kommt doch mal vorbei. Ja, und heute habe ich mal die Freude, euch mal wieder was Neues vorzustellen. Und zwar haben wir hier den Kymco Skytown 125, also für B196 Führerschein geeignet. So wie ich gehört habe, Neuentwicklung hier von Kymco. Das ist irgendwie so ein Konkurrenzprodukt oder Zwitter zwischen PCX und also Honda PCX und der Yamaha N-Max zu einem sehr attraktiven Preis von 2.999 inklusive 30 Liter Topbox. Als Zubehör können wir noch bekommen ein Windschild hier. Wie ihr seht, ist eigentlich kein richtiges Windschild oder gar kein Windschild vorhanden in der Standardversion. Das könnt ihr noch für 150 Euro extra bekommen. So, da zeige ich euch nochmal, wie das, wenn das Ding angeht, wie das aussieht. Da haben wir ein LC-Display, vergleichbar mit dem Yamaha N-Max-Display. So, die Spiegel sind, die sind so ein bisschen geschwungen, aber man kann eine ganze Menge erkennen, ja. Und erstaunlicherweise, wir haben mal einen relativ normalen Blinkerschalter hier bei Kymco. Ich glaube, der funktioniert gut. Diesmal haben wir da wahrscheinlich nichts zu meckern hier. Wir haben ein ganz leichtes Blinkerklackern. So viele Leute fragen mich nicht nach sowas, aber gerade letztens hat einer da gefragt, ob der Blinker einen Ton hat. Leider sind ja diese Klicker-Klacker-Geräusche meist nicht zu hören, wenn man im Straßenverkehr ist. Aber hier habe ich ihn gerade bemerkt, diesen Blinker, Klicker-Klacker-Blinker. Und wollte ich euch nur Bescheid sagen, dass wir einen haben. Wir haben diesmal auch keine besondere Display-Anzeige, die immer flackert oder beziehungsweise nicht flackert, aber eben, wenn ich die jetzt hier mit der Kamera aufnehme und so weiter, dann flackert die. Aber hier haben wir ganz normale LC-Anzeige, immer gut erkennbar, ob Licht, ob Schatten, ob Regen, ob Sonne. Auch wenn es ja natürlich etwas veraltet, aber wahrscheinlich ist es etwas preiswerter, deshalb haben sie das genommen. So, ja, wir haben einen relativ preiswerten 125er Roller. Der ist ja nun inzwischen schon preiswerter als der N-Max und auch PCX. Und wir haben auch ABS dabei, das heißt, der ist eigentlich... Naja, bis auf die Konnektivität, ja. Obwohl die PCX hat ja wohl auch keine Konnektivität. Aber ansonsten, wir haben ABS, wir haben keine Traktionskontrolle, aber wir haben ganz bisschen mehr Platz und am Sitz sogar ein Helm, Integralhelm, ein bisschen mehr passt rein. Und wir haben sogar eine serienmäßige Topbox, wo auch nochmal ein Helm reinpasst. Also da sind wir ja schon mal ganz gut mit bedient, muss ich sagen. Von dem Sitzen... schon fast, also man kann natürlich seine Beine nicht ganz ausstrecken, eher Kloposition, aber man kann die Beine nach vorne so ein bisschen schräg abgewinkelt draufsetzen und das ist dann so ein ganz leichtes, es erinnert mich so ganz leicht so an X-Max, obwohl die anderen größer sind, aber so ganz leicht an X-Max und an Honda Forza mit der Beinhaltung hier oder Fußhaltung. Wenn es um die Räderreifen geht, wir haben 14 Zoll vorne, 13 Zoll hinten. Was habe ich noch alles Schönes gelesen? Wir haben eine Sitzhöhe, die eine relativ niedrige Sitzhöhe hat man ja auch nicht so oft bei den Rollern, weil sie ja meist immer den Sitz höher machen wegen der Untersitzablage von 770 mm, ist also relativ niedrig. Ist also auch, denke ich mal, für etwas kleinere Menschen ganz gut. Wir haben fast voll LED, aber nicht ganz wohl. Wie ich gesehen habe, sind die Blinker auch schon wieder nicht LED. Wir haben 11 PS. Auch wieder so ein komischer Wert, oder nicht komischer Wert, aber ein niedriger Wert, obwohl man ja 4 PS eigentlich noch mehr haben könnte. Aber das wahrscheinlich wieder
wird gemacht, damit man dann irgendwie andere Modelle kauft, die vielleicht 1.000 Euro teurer sind, auch immer noch 125er sind oder so, schätze ich jetzt mal. Mal sehen, ob wir hier die maximale Geschwindigkeit erreichen können oder nicht. Jetzt habe ich Vollgas hier, ganz leichte Steigung und heute mal wieder sehr windig. Immer noch Vollgas, jetzt kommen wir gleich, jetzt geht es wieder ganz leicht nach unten. Jetzt werden wir wahrscheinlich über die 100 hier kommen, ja, genau. Es geht ganz leicht nach unten. Und ich habe so den Eindruck, dass wir wahrscheinlich genau auf 100 kommen. In der Ebene oder auf der Ebene. 100 laut Tacho. Also vielleicht so 95 in GPS Echtzeitdaten, würde ich mal so tippen. Also werden wir da wahrscheinlich auch schon wieder ein Problem haben bei unserer 0 auf 100 Messung nachher. Wir haben immer noch Vollgas hier die ganze Zeit. Ja, so vom erstaunlicherweise. Der hat ja nun praktisch kein Windschild, aber der hat ja so einen kleinen Vorbau hier. Ja, so bis Oberkante Visier kommt mir der Wind. Ist aber doch eben, der ist ja ein bisschen breiter, breit gefächert und nimmt mir da etwas den Druck. Ist gar nicht mal so schlecht. Würde mich natürlich dann auch mal interessieren, wie es mit diesem Zusatz Windschild für 150 Euro aussehen würde. Wir fahren hier durch den Tunnel, mal schauen, wie das Display da aussieht. Also hier von meiner, aus meiner Sicht kann ich alles gut erkennen. Wunderbares LC-Display, Hintergrund beleuchtet jetzt hier. Vollgas am Berg. Mal sehen, da wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr allzu viel kommen hier mit 11 PS. Ja. Da können wir uns wohl nach rechts einreihen. Immer noch Vollgas am Berg. Ja, das ist... Ja, man kann es machen, aber ja, ist jetzt nicht so wunderbar für die Autobahn, denke ich mal, 11 PS. Dann wirklich gut und wendig für die Stadt. Ich habe immer noch Vollgas hier. Jetzt geht es gleich wieder runter. Immer noch Vollgas. Und jetzt geht es wieder runter. Weiterhin Vollgas. Ja, dieser Skytown, den habe ich schon vor 2 Wochen oder so gesehen. Beim Kimco-Händler. Und aber er wollte ihn mir nicht geben, weil alle Fahrzeuge jetzt mit GPS ausgerüstet werden. Und so musste ich so lange warten, bis sie das GPS eingebaut haben. Wir haben immer noch Vollgas. Die ganze Zeit fahre ich jetzt hier Vollgas. Aber wir fahren jetzt den Berg runter. Und ich werde wahrscheinlich jetzt gleich das Gas zurücknehmen. Ja, ich nehme es mal zurück. Der bremst schon vor mir. Ja, so vom Draufsitzen, so vom Handling-Gefühl
würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen erinnert er mich an die NMAX oder an den NMAX. Der will nach links, okay, fahre. Oder hat er den Blinker vergessen? Keine Ahnung. Er redet auf jeden Fall mit Händen und Füßen da vorne. Tja. Tja, jetzt fährt er rüber. Oh mein Gott, also Leute. Das sind wirklich die Leute, die super abgelenkt sind. So, langgestreckte Kurven, da habe ich so ein bisschen den Eindruck hier, dass er doch sehr in die Kurve fällt, sage ich mal. So, Vollgas am Berg wieder. Im Moment beschleunigt er noch ein bisschen, aber jetzt müsste er doch gleich wieder abfallen. Nein, er hält noch die 93. Na, jetzt fällt er ab. Jetzt fällt er ab. Aber sonst so hier federungsmäßig geht eigentlich alles. Also nichts Ungewöhnliches unbedingt, was mir da auffällt. Also die Ziffern, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl die auch schon wieder so ein bisschen dicker und fetter sind, so Kymco-typisch, gefallen mir aber besser als diese andere Display-Art. Oh, sehr starke Bremsleistung. Ich habe auch eigentlich nicht so richtig gemerkt, dass das ABS jetzt eingreift mit dem Klackern, also aber auch ohne zu quietschen, meine ich, der Reifen jetzt. Also sehr, sehr, hat sich schon so ähnlich angefühlt wie so ein CBS-Bremssystem, ja, was ja auch auf trockener Fahrbahn sehr gut ist. Also Bremsen, denke ich mal, sind schon sehr, sehr kräftig. Vollgas auf dem Staudamm. So, wollen wir mal schauen wieder, wie der sich so lenkt. Ja, ist irgendwie doch ein bisschen wackeliger als so die, da, was bin ich letztens gefahren, den anderen Kymco 125er, DTX 125, der hat sich auch sehr gut in den Kurven angefühlt hier. Der hier ist doch ein bisschen wackelig und würde ich mal sagen, jetzt nicht ganz so stabil. Hier sind wir nun mit Kymco Skytown 125, 2024 Modelljahr. Als man den das erste Mal gesehen hat, natürlich besonders die Front, erinnert ein ganz bisschen an PCX und natürlich von der Seite auch so ein ganz bisschen an Yamaha NMAX. Ja, vielleicht so eine Mischung im unteren Preissegment für 125, denke ich mal. Kann der jetzt wirklich gut mitspielen, was mir gleich auffällt. Wir haben leider wieder keine Full-LED. Die Blinker, ja, die Blinker sind wieder normale Leuchten. Ansonsten hat der ein bisschen mehr Stauraum hier, muss ich sagen, als die anderen kleinen. Und wir haben natürlich noch serienmäßig die Topbox 30 Liter. Da passt auch nochmal zum Beispiel jetzt mein Integralhelm. Ich habe einen Shark Spartan Größe M rein. Das ist natürlich toll, wirklich eine tolle Sache für die Stadt. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Bedienelementen, zum Display und zum Stauraum. So, auf der linken Seite des Lenkers haben wir zum einen den Handbremshebel für die hintere Scheibenbremse. Alles ist, fühlt sich sehr knackig und fest und sportlich an. Wie ich ja auch bei meinem kleinen Bremstest gesehen habe, wirklich sehr, sehr stark verzögernde Bremsen, hat sich sehr gut und sicher angefühlt. Dann haben wir hier für euren Zeigefinger den kleinen Schalter hier für die Lichthupe. Dann haben wir einen Lichtschalter hier, Fernlicht, Abblendlicht, alles wunderbar, fühlt sich gut an, gute Qualität. Dann haben wir hier, wie ich euch ja schon sagte, den Blinkerschalter zum ersten Mal, etwas kleiner und
Fühlt sich wirklich sehr gut an. Da hat man nicht so ein komisches Gefühl wie mit den anderen Kymco-Schaltern, wo ich immer Probleme mit habe. Hier haben wir die Hupe. Auf der rechten Seite haben wir den Gasgriff. Wir haben den Handbremshebel für die vordere Scheibenbremse. Und wir haben den Starterschalter. Anscheinend haben wir keine Warnblinkanlage. Die habe ich jedenfalls nicht gefunden. So, in der Mitte haben wir dann das gut ablesbare LCD-Display. Ja, kann man nicht meckern, weil man das halt sehr gut erkennen kann. Wir haben einmal zum einen auf der linken Seite einen Drehzahlmesser. Dann haben wir die Uhrzeit, wird angezeigt. Ganz rechts haben wir den Kraftstoffstand. Dann haben wir den Gesamtkilometeranzeige. Dann haben wir ganz groß den Tacho und das war's. Da kann man jetzt noch was umschalten. Hier, ich komme ein bisschen schlecht ran hier mit den beiden Tasten. Und zwar einmal den Trip noch. Den habe ich vorhin versucht umzuschalten, aber der anscheinend scheint der nicht so intuitiv zu sein. Nein, also wenn ich jetzt zum Beispiel lange drauf drücke, bei allen anderen Marken, das meine ich immer so mit intuitiv und so weiter. Ja, da drückt man länger drauf und dann schaltet er sich zurück. Mal sehen, längeres Drücken auf die rechte Taste. Geht auch nicht. Also da seht ihr schon, ja. Ich muss ja immer ganz ehrlich sagen, ich habe ja doch immer bei Kymco was zu meckern, weil da irgendwelche Sachen immer sind, die irgendwie immer genau andersrum sind, als sie sein sollten. Und hier schon wieder, seht ihr schon wieder, ja? Also klar, ist kein großes Problem, aber für solche Sachen stören mich immer, ja? Ach so, und die Voltanzeige können wir auch noch anzeigen, 12,4 Volt, das ist alles. Und mit dem Adjust, da können wir noch auf Meilen umschalten, finde ich, hatte ich euch beim letzten Mal schon gesagt, finde ich ein bisschen, ja, blödsinnig eigentlich, weil das schaltet man ja nur einmal in seinem Leben um, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Das würde ja wahrscheinlich der Händler für einen machen in dem entsprechenden Land. Warum brauchen wir dafür eine extra Taste? Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber okay, so ist das bei Kymco nun mal. So, dann kommen wir zu den Stauräumen am Kymco Skytown. Und zwar hier in der Mitte erstmal haben wir dann nochmal die ganz übliche Mittelkonsole, Schlüsselschalter, also kein Keyless Go. Auf der linken Seite haben wir dann eine nicht verschließbare Klappe. Ja, da muss man halt so gegendrücken, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das dann jetzt nicht, wenn irgendwie über unebene Straße, dass das Ding dann irgendwann aufgeht. Habe ich so ein bisschen Bedenken. Wollte ich nur mal äußern. Das Fach ist sehr klein. Vielleicht anderthalb meiner Hände passen da rein. Und wir haben auch da weiter keine Anschlüsse oder so. Die Anschlüsse haben wir dann auf der rechten Seite. Da haben wir ein offenes Fach. Da passen ungefähr zwei meiner Hände rein. Und da haben wir dann einen USB-Anschluss, beziehungsweise zwei. Also zwei in einer Buchse. Wir haben einmal USB-C und normal. Und da könnt ihr dann, das ist wahrscheinlich dafür gedacht, hier euer Handy reinlegen und laden. Das ist das hier auf der rechten Seite. Ja, in der Mitte haben wir dann noch die Tankklappe hier. Die geht so auf, ganz normal, mit dem Schlüsselschalter. Und wenn wir den nach links drehen, dann und nach links drücken, dann geht praktisch der Sitz auf. Der Sitz ist hier nicht irgendwie mit Gasdruck gedämpft und sieht so aus. Das heißt also, wenn wir ganz starken Wind hätten, kann es sein, dass der Sitz dir zugeblasen wird. Ja. So, also wie ihr sehen könnt, der Sitz ist doch ein bisschen größer. Ich blende mal das Bild ein, das Foto von meinem Helm. Und dann passt noch extra Sachen rein. Ich denke mal auf jeden Fall größer als NMAX mit PCX. Weiß ich jetzt nicht, ist schon wieder zu lange her. Könnte vielleicht so groß vielleicht wie PCX sein oder so. Aber wir haben ja noch ein Plus. Wir haben ja hier noch standardmäßig die Topbox, 30 Liter. Da passt auch nochmal mein Integralhelm rein. Ja, wird immer dazu geliefert und finde ich eine feine Sache. Go.
So, dann kommen wir noch zum Fazit für Kymco Skytown 125 2024 Modelljahr. Ich denke mal, in dieser Preisklasse 2.999 Euro, sogar inklusive Topbox, absoluter Wahnsinn, muss ich sagen. Form, ja, gefällt natürlich wieder jetzt nicht jedem. Mir würde die Form eher gefallen, weil ich bin ja nicht so ein Durchstiegsroller-Kloroller-Fan. Also vom Design her, der würde mir jetzt optisch besser gefallen. Der passt sich so an, ein bisschen an PCX und NMAX. Würde mir ganz gut gefallen. Gibt es in zwei Farben, einmal diesem Weiß und in einem Grau. Also sehen relativ ähnlich aus. Ja, hat die Mindestausstattung, sage ich mal, die man so doch schon heutzutage erwartet. Wir haben LED, allerdings Blinker, nicht LED. Und wir haben sogar zwei Scheibenbremsen mit ABS. Da hat man doch schon einen Mehrwert, wenn wir jetzt den Preis vergleichen zu den anderen beiden Konkurrenzprodukten. Also gefällt mir wirklich gut. Auch Display, okay, ist zwar LCD, ist aber gut ablesbar. Aber trotzdem denke ich mal, da eigentlich volle Punktzahl. Ja, von der Stabilität muss ich sagen, da ist er jetzt nicht ganz so stabil, ist mir aufgefallen in den Kurven, so ein ganz bisschen kippelig. Ja, nach Eingewöhnungszeit denke ich mal, ist das dann auch kein Problem. Ja, also eine sehr positive Probefahrt hier mit dem Kymco Skytown 125, gefällt mir sehr gut. Das war eigentlich alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war euer Motofuzzi. Bis dann, ciao, ciao.